Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Herzlich willkommen in Chiang Mai. Ich bin heute hier in Chiang Mai mit dem Detlef Neufer zusammen. Der Detlef ist Filmemacher, Autor, Galerist und Aktivist. Und der Detlef ist so nett, sich ein bisschen Zeit für mich rauszuschneiden, denn eigentlich ist er gerade hier in Thailand, um für sein aktuelles Filmprojekt zu recherchieren, Drehorte zu suchen, Menschen zu suchen, Plätze zu suchen. Der Detlef hat eine ganze Menge Sachen schon gemacht. Eine Sache davon kennen vielleicht viele von euch, wenn ihr den YouTube-Kanal der Deutschen des Goethe-Instituts aufruft. Da gibt es einen Film, den hast du vor einiger Zeit gemacht. Wie heißt der? Sabai Sabai, richtig? Sabai Sabai Deutschland. Sabai Sabai Deutschland, genau. Also ich denke mal, für das Klientel, was meinen Kanal gibt, da kennen das vielleicht einige. Wenn ihr es noch nicht kennt, solltest du unbedingt mal gucken. Aber ich bin schon wieder mittendrin. Vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen. Ja, also guten Tag. Wie gesagt, bin der Detlef Neufert, hast du auch schon sehr schön gesagt. Bedanke mich für die Einladung. Vielleicht eine ganz kurze Geschichte, wie so ein Alltag eines Filmemachers in Thailand ausschaut. Am Montag war ich mit Chan-Freunden im Chan-Restaurant mit Chan-Musik Chan feiern. Das ging relativ lange und um 12 Uhr abends kam die auf die Idee, noch ins Soccer Club zu gehen. Und das sollte eigentlich eine Stunde dauern. Wir sind dann aber 2 Stunden hängen geblieben, weil keiner getroffen hat. Aber wir haben es unglaublich amüsiert. Als wir dann rausgingen, kam ein kalter Regen, peitschte durch Chiang Mai. Und mein Chan-Freund, der musste mich mit seinem Moped ins Hotel hier bringen. Und wir haben so die Hände vors Gesicht gehalten, damit die Augen frei sind. Beide ohne Helm, kletschnass. Und das piekste überall, so wie wenn man im Eisregen in Bayern da irgendwo 100 Kilometer auf dem Moped fährt. Und er musste dann noch in seine Wohnung nach 20 Minuten nochmal 10 Minuten fahren. Ich habe mir sofort einen Schal umgewickelt, in der Hoffnung, keine Erkältung zu kriegen. Natürlich am nächsten Morgen war sie dicke da und deswegen klinge ich noch so ein bisschen geschwollen. Aber das sind so Detailerlebnisse. Dann bin ich nach Mae Sot gefahren, um das neue Projekt »Die Kinder der Himmelswiese« zu recherchieren. Habe mich da mit einem Lehrer verabredet, einem burmesischen Lehrer, der Flüchtlingskindern Chemie und Physik unterrichtet. Und in meinem Zimmer, ich packe ein, das war ein Tag voller Witzigkeiten. Das Erste, was passiert, als ich meine Reisetasche zumache, platzt der Reißverschluss. Natürlich bitte das. Draußen fährt das Taxi vor. Okay, ich kriege es irgendwie hin. Gehe runter an die Rezeption, will meinen Pass aus dem Safe holen und mein Geld. Der Schlüssel ist nicht da, der Zweitschlüssel vom Safe. Oh, was tun? Nochmal schnell in meinen Koffer reingeguckt. Nee, finde ich nicht. Okay, man ist ja ein bisschen erfahren. Ich habe immer eine Kopie meines Reisepasses dabei und ein bestimmtes Geld auch. Also Hotel und Bus waren alles bezahlt. Also zum Busbahnhof. Am Busbahnhof mir was zu trinken gekauft, in meine Tüte mit der Wegzehrung Bananen, Mandarinen, Erdnüsse, schill das ab, nimm's wieder hoch und der ganze Tee ist ausgekippt. Okay, Tee in den nächsten Abfalleimer und der Bus kommt und ich zeige mein Ticket beziehungsweise mein QR-Code, er liest ihn nicht. Oh. Zum Glück hatte ich meine Sitznummer noch im Kopf, 5A, und dann haben sie gesagt, okay, reingehen. Die Fahrt verlief dann dermaßen friedlich, weil ich nur weggetreten war wegen dieser Grippe. Komm in Mae Sot an, Taxi, ins Hotel und so, ja, fährt mich hin, check im Hotel ein, Hotel, nein, wir haben keine Buchung von Ihnen. Ach, es war so 9 Uhr nachts, unbekannte Stadt. Okay, und dann habe ich gedacht, ach, wie heißt das Hotel? Teak Hotel, das ist so ein ganz tolles Hotel. Ich hatte Boutique Hotel gesagt. Also wieder Taxi, wieder ins Hotel und damit war der Tag so witzig gelaufen. So, das sind so die Erlebnisse, die man dann als Filmemacher mitnimmt, wo man
das lernt, was ein Filmemacher wirklich braucht. Geduld, zulassen und alles mit so viel Humor wie möglich nehmen. Und das kennst du ja aus Thailand. Das ist genau die Thai-Art, die dich wahrscheinlich auch hier vor Ort hält. Genau, genau so ist das. Man hat die Wahl, regt man sich jetzt auf, verliert sein Gesicht oder nimmt man es hin, versucht es mit Humor zu sehen und denkt sich, naja, es hätte auch schlimmer kommen können. Also das, der Kölner hat einen Spruch dafür, der sagt, das hätte noch immer gut gegangen. Also man muss halt irgendwie gucken, das geht schon irgendwie. Ja. Und das lernt man hier, das lernt man hier. Das ist aber auch ein Prozess. Ich habe Tage, da gelingt mir das. Ich habe Tage, da sitze ich da und ärgere mich über Dinge, wo ich dann im Nachhinein denke, wie kannst du eigentlich so doof sein, da deine Lebenszeit mit zu verschwenden, sich darüber zu ärgern. Was wäre das? Völlig unwichtig. Ich sitze auf dem Trecker morgens, will Gras mähen und stelle fest, ich habe gestern vergessen, Sprit zu kaufen. Dann sitze ich da und denke, mein Gott, wie kannst du so blöd sein? Du hast dir das fest vorgenommen. Und so Sachen, wo ich einfach dann über mich selber ärgerlich bin. Ja? Oder ich stehe morgens in der Küche, will meinen Toast machen, ist kein Toast mehr da und hatte mir eigentlich einen großen Einkaufszettel geschrieben, habe alles gekauft, nur den blöden Toast nicht. Dann ärgere ich mich schon immer. Mittlerweile denke ich dann, ist egal, du willst halt um Preissuppe essen, das geht auch. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, aber es ist ein Lernprozess. Ne? Man lernt halt auch von sich selber. Ja. Der, erzähl mal. Du bist im Prinzip dabei, für einen Dreiteiler, für den dritten Teil jetzt zu recherchieren. Um was handelt es sich denn? Der erste Film hieß Die Himmelswiese, die kleinen Wunder von Van Gerda. Das war das Projekt des Henkel-Managers Karl Morsbach mit seiner Frau Tassani in Lopburi, in der Nähe von Lopburi. Und die haben in einem großen Kloster hat ein Mönch für sterbende AIDS-Kranke ein Hospiz aufgemacht. Das war so 2003, wo die Katastrophe am größten war. Und unter 150 sterbenden, dahinsiechenden, wirklich krepierenden Infizierten waren 20 bis 30 Kinder, die von ihren Eltern mit HIV infiziert worden waren. Die Eltern waren gestorben, die Kinder wurden aus den Dörfern vertrieben, weil es einen ganz großen Aberglauben gab damals. Wenn man nur ein Kind anguckt, was AIDS hat, dann kriegt man das auch. Und der Mönch hat die aufgenommen. Und Karl und Tassani haben einen belgischen Arzt, den Yves, kennengelernt. Und der hat ihnen gesagt, sie sollen ihn mal besuchen. Das haben sie gemacht. Und Karl hat dann gesagt, wir werden nicht zulassen, dass diese Kinder mit diesen letzten Eindrücken von dieser Welt auf die Himmelswiese gehen. Und hat ein kleines Haus gebaut, also rucki-zucki, das kann man ja in Thailand, ohne TÜV und alles Mögliche. Und die Ärzte gefragt, welches Kind stirbt als nächstes? Ja, der Junge da, 7 Jahre, noch 2 Tage, das Mädel mit 4, 5. Und den kannst du gleich in die Kiste legen. Nach 14 Tagen hatten sie ein großes Problem. Keines der Kinder wollte sterben. Und das hat sie natürlich riesig gefreut. Nur sie hatten danach noch ein größeres Problem, weil welcher normale Mensch nimmt ein AIDS-Waisenkind auf, wissend, dass das irgendwann sterben wird? Und verliebt sich dann in so Kinder und sorgt sich um sie. Das war alles zu einer Zeit, als es noch keine Medikamente gab. Und eines dieser Kinder war Ben, 8 Jahre alt. Der Karl hat immer gesagt, diese Kinder haben eine Lebensweisheit, wo viele Erwachsene das mit 80 nicht haben. Und ich habe dann Ben als Hauptmotiv genommen für den Film. Also du bist dann eingeladen worden, das zu porträtieren. Ja, wie bist du dazugekommen? Der deutsche Botschafter Andreas von Stechow hat mich dann angerufen, ob ich mit ihm dahin fahren würde. Mhm. Okay, ich habe es auch nicht gesehen vorher, machen wir. Und ich habe dann gesagt, ich bleibe mal 3 Tage da und guck mir das an, weil Karl hat klare Aussage gemacht, von uns kriegst du für einen Film keinen Pfennig Geld. Mhm. Das habe ich auch voll kapiert, weil ich dachte, es ist viel wichtiger, dass das Geld an die Kinder geht, als an so einen Film. Also der Drang, aber diese Geschichte von Van Gerda zu erzählen, war
wie immer für einen Filmemacher oder jemanden, der kreativ denkt, da zählt nicht der Pfennig auf dem Konto, sondern da zählt die Geschichte. Und als der Film dann fertig wurde, war er sehr erfolgreich international, hat dann im Endeffekt 400.000 Euro gekostet. Frag mich nicht, wie ich sie zusammenbekommen habe, weil wir haben mit sehr viel Technik gearbeitet. Wir hatten die beste Panasonic-Kamera, wir hatten ein Team aus Deutschland. Wir haben 3 Monate an dem Film geschnitten und der Trailer wurde dann 2004 in Bangkok bei der Welt-AIDS-Konferenz gezeigt. Und da war ich dann auch zu dem Geheimgespräch mit dem Präsidenten von Uganda. Und Richard Gere war da und ich habe dann Vorführungen gemacht mit den Filmen, Leute alle wirklich zu Tränen gerührt. Richard Gere, hello Detlef, I'm Richard. Oh Richard, yeah, you know me. Also du hast dann durch so einen Film natürlich auch ganz andere Kontakte. Die königliche Familie hat den Film 2-mal gesehen. Die haben mich angerufen, ob ich vermitteln kann, dass ich nach Bangerda komme. Natürlich kann ich das. Sind da mit königlichen... Also die thailändische Königin. Die thailändische, ja. Mit thailändischer Königs, Armada rein. Und die Königin, die hat mir dann gleich ihren Sohn, den jetzigen Nachfolger, gezeigt. Und ich habe immer noch überlegt, ob ich ihm mal streichel. Da habe ich gedacht, nee, kippen hier 20 Offiziere bewusstlos um. Lass es lieber. Ja. Und habe dann den Film, der ist dann, also auch viele Berühmtheiten, der Bundespräsident, der Helmut Schmidt damals, alle, Wolfgang Job, alle haben sich zu dem Film geäußert und haben ihn unterstützt. Schön. Okay, der Film hat dann seine Zeit gebraucht, um über die Welt zu gehen, hat in vielen Schulen auch dazu beigetragen, das Verständnis für HIV den Kindern nahezubringen. Wir haben hier HIV-Caravan gemacht. Ich war in Mali, in Niger mit dem Film, den haben die Staatspräsidenten sich angeguckt. Also der Film hat schon eine große Wirkung. Und dann kam irgendwie die Idee nach ein paar Jahren, ja, was macht Ben? Also im ersten war er 8, im zweiten war er dann 16, also typisches Pubertätsalter. Was macht jemand, der HIV-infiziert ist, wie geht er damit um? In Bangerda selber, das hat der Karl dann hinterher wunderbar hinbekommen, wurde ein ganzes Dorf gebaut, weil die geniale Idee von Tassani und Karl war, wir geben denen neue Eltern, die ebenfalls mit HIV infiziert sind. Denen dann auch wieder eine Aufgabe zu geben. Genau. Und bei dem einen ist die Frau gestorben, beim anderen der Mann. Und dann haben sie Familien zusammengesetzt und jede Familie hat ein eigenes Haus bekommen. Und jede Familie hat so eine Bibel, wie sie mit den Kindern umzugehen haben. Also Medikamente regelmäßig, keine schmutzigen Wörter, kein Schlagen der Kinder. Und haben dann ein richtiges Dorf gebaut für 160 Leute. Und haben das auch alles finanziert bekommen, mit vielen Spenden, auch aus Deutschland. Ja, und der zweite Film über Ben hieß dann Tanz auf der Himmelswiese. Das war so ein bisschen Bens Traum, als Tänzer mal in die Popgeschichte einzugehen, so wie alle mit 16 in die Richtung denken. Und dann haben wir den Film mit ihm gemacht. Der war dann nicht so lange. Das andere war ja ein Kinofilm. Und der erste Film, den hat keine deutsche Sendeanstalt angenommen. Es kam hinterher ein Filmverleih, die haben den genommen. Aber ich habe alle Sender durch und habe mir nur gedacht, was für wirklich dumpfe Redakteure sind da. Aber es war doch die Zeit, wo AIDS in aller Munde war. Ja. Also da hätte man doch... Nach jeder Kinovorführung haben die Leute mich gefragt, ja, warum läuft sowas nicht im Fernsehen? Das ist ein Film, der die Leute interessiert. Nee, dann, ach, wurscht. Also beim zweiten Film dann haben wir den Ben porträtiert, auch in seiner sich anbahnenden Einsamkeit.
Man, jeder in der Pubertät hat mal so diesen Selbstmordgedanken und will weg von der Welt, wenn Probleme kommen. Das hatte ich auch. Und dann wollte ich nicht von der Schule weg. Und das sind so 2, 3 Tage, da muss man dann durch. Und wenn man gute Eltern hat, gelingt das auch ohne Drama. Ja, und der Film wurde dann von der Deutschen Welle aufgekauft. Und der hat dann, wir haben dann mehrere Ausstrahlungen in 5 verschiedenen Sprachen gemacht und ist in der ganzen Welt dann gezeigt worden. Den gibt es tatsächlich auf YouTube, den habe ich den gesehen. Ja. Ja, ich verlinke euch den. Ja, und den anderen kann man als DVD auch kaufen. Also verlinke ich euch auch. Und die Bücher, die du beschrieben hast, packe ich unten in die Videobeschreibung rein. Ja, und durch diese Sendung auf der Deutschen Welle ist eine Notarin, hat mich angerufen aus Kanada und hat gesagt, ihre Klientin ist eine ganz reiche Witwe, kinderlos. Sie hat den Film gesehen und sie wird ihr ganzes Vermögen an Gerda vermachen. Und das waren 1 Million kanadische Dollar. Was und natürlich, wir reden jetzt von den 80ern, richtig? Nee, das war 2010. 2010. Nee, 2007. 2007. Ja. Ja, aber auch da war der Thai Baht ja noch, also die Millionen kanadische Dollar für so ein Objekt. Puff. Eine Welle der Erleichterung, mit Sicherheit, ne? Ja. Ja. Eine Menge Druck daraus gemacht. Ja, die haben, ich habe gerade von denen eine Mail bekommen, wegen dem dritten Teil. Ja. Da sind sie ein bisschen vorsichtig, weil es ist natürlich der dritte Film über Ben. Ja. Der ist jetzt 26 und lebt als Ladyboy relativ verarmt in Bangkok. Ja. Und ich muss ihn natürlich auch, ich muss ihm einen Film machen, auch mit der Absicht, dass er durch so einen Film eine finanzielle Sicherheit für die nächsten 10 Jahre bekommt. Das ist dein Anspruch. Das ist mein Anspruch. Du das nicht, aber es ist dein Anspruch. Das ist mein Anspruch, ja, auf jeden Fall. Also das ist und natürlich die Stigmatisierung, die Diskriminierung, die ein Ladyboy auch in Bangkok erfährt, die noch mit HIV-Stigmatisierung verbunden ist. Also ein relativ wuchtiges Karma, würde ich mal sagen. Ja. Und das Erbe hat also Vanguarda so reich gemacht, dass sie brauchen kein Geld mehr. Mhm. Also die haben mir extra geschrieben, nee, wir brauchen kein Geld mehr. Und ich finde das wunderbar. Also weil, ja, was ein Segen, dass so ein Projekt auf eigenen Füßen stehen kann. Das ist doch toll. Ja, und was passiert jetzt? Weil HIV ist kein Thema mehr. Medikamente sind auf der ganzen Welt zu bekommen. Sind in Thailand kostenlos. Und die Thailänder waren die Ersten, die das kostenlos ausgegeben haben. Der Thaksin, der so viel beschimpft wird, der hat die AIDS-Konferenz nach Bangkok geholt. Mhm. Der hat dafür gesorgt, dass auf den Dörfern die Medikamentenversorgung gewährleistet wird. Also ich meine, bei allen, politischen... Es ist immer Yin und Yang, Licht und Schatten, aber man kann schon auch die Dinge benennen, die gut gelaufen sind. Genau. Warum denn nicht? Ja. Genau. Ja. Also jetzt ist der dritte Film, Die Kinder der Himmelswiese. Ist die Geschichte von Ben und seinem Kampf im Leben ein Standbein zu finden. Und da in Vanguarda jetzt Flüchtlingsreisen aus Burma aufgenommen werden, möchte ich gerne die Geschichte von einem Flüchtlingsreisen aus Burma, der dasselbe Alter wie Ben hat, und von Ben erzählen. Und zwar, beide haben keine Eltern mehr, die von den Flüchtlingsreisen wurden, von den Militärs irgendwann mal im Aufräumen Aktion der brutalen Generäle erschossen. Und Ben kümmert sich um ihn. Und der Kleine hat natürlich auch seine eigenen Ideen vom Leben, so wie Ben mit 8 schon hatte. Und das ist eine ganz spannende Konstellation. Und irgendwann haben sie die Nase so voll, dass sie allein durchs Leben gehen und sagen, wir beide gründen jetzt unsere Familie. Mhm. Also Ladyboy und Flüchtlingsweise. Und wie das funktioniert, geht auch mit einer ganz schönen Seitengeschichte, weil Ben will natürlich Drag Queen Star werden. Und das drehen wir dann hier in Chiang Mai. Okay. Wir also versucht, mit den Drag Queens mitzuhalten. Ja.
Ich glaube, das wird relativ lustig, weil er ist so ein bisschen das hässliche Entlein. Die Okay. meisten Drag Queens sind Ja. ja Ups, Etepetete und Ja. Glitzer und Glatzer und so Ja. weiter. Und er muss Ideen entwickeln, wie er A, in dieser Community aufgenommen wird und B, was er machen kann, um Geld zu verdienen. Im Augenblick fährt er mit seinem Motorrad, ohne Führerschein, ohne Gesundheit, ohne irgendwas, fährt er in Bangkok bei Central das Gepäck der Leute nach Hause, verdient am Tag, wenn es gut geht, 300 Baht. Also Das kann ist gerade. sicherlich eher ein Überleben als ein Leben. Das ist ein Überleben, ja. Ich bringe ihm auch immer was mit und habe gesagt, Ben, wir machen den Film und du kriegst auch ein ordentliches Honorar und kannst dir dann auch ein anderes Zimmer mieten. Also das ist für mich so selbstverständlich. Und dass der kleine Flüchtlingsweise eben auch deine finanzielle Sicherheit kommt, weil irgendwann wollen die ja auch nur aus Bangarda weg. Das ist ja, ist ja abgeschlossen und die Notwendigkeit in der Community sich sozusagen abgeschirmt zu fühlen, die ist ja nicht mehr nötig. Naja, Also alle wollen irgendwann raus in die Welt. Das ist ja völlig normal. genau. Und dieser dritte Teil, für den wirfst du jetzt hier schon deine Leinen aus und versuchst, Drehorte zu finden, Menschen zu finden, aber du brauchst auch noch was? Budget. Budget. Das Wichtigste. Filmemacher sind immer arm. Ich kenn keinen Filmemacher, ich kenne auch nicht Spielberg und so weiter. Aber sogar Wolfgang Petersen, ne? Du kennst den von Das Boot. Ist ein Freund von mir. Piraten hat er, glaube ich, auch gemacht. Ja, Troja, Air Force One und so weiter. Auf dem Schiff von Piraten war ich mal drauf, das weiß Ah ich. ja. Und Tolle Geschichte. Lustige Geschichte. der hatte. Am Ende, obwohl der WDR mit Millionen da eingestiegen ist, hatte er kein Geld mehr. Die Banken haben die Finanzierung geblockt. Er hat das Haus seiner Mutter auf Formentera verkauft und hat alles auf das Boot gesetzt. Also wenn das Boot ein Flop geworden wäre, wäre der Wolfgang pleite gewesen. Und das ist sowas, was Filmemacher, glaube ich, nicht gerne machen. Aber wenn du mit Leidenschaft bei einer Sache bist, dann kann die auch nicht schief gehen. Weil du kannst schief gehen. Aber nee, ich recherchiere hier und habe jetzt auch, also das Konzept steht, kann man auch auf der Webseite von GTMA nachlesen. Und jetzt geht es wirklich ums Geld suchen. Also muss Sponsoren finden. Du hast mir gesagt, du wirst auch, ihr habt noch nicht, aber du wirst auch eine GoFundMe machen. Genau, ab März. Ab März. Weil das Problem bei GoFund ist, du musst eine bestimmte Summe einsetzen, die du erreichen musst. Wenn jetzt setzt du mal 20.000 Euro ein, kriegst aber nur 19.800 zusammen. Ja, dann geht das ganze Geld wieder zurück. Wieder zurück. Wie könnte man dich denn jetzt erreichen, wenn man sagt, das ist eine gute Sache, ich kenne da jemanden, ich habe da eine Idee, kann ich dich unterstützen mit? Genau. Wie könnte man Jedes dich Bier ist, erreichen? also auf der GTMA-Seite ist meine DTMA. E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer hier in Okay, das Thailand. ist deine Homepage, die kenne ich. Da ist Die auch alles. verlinke ich. Die Ja, verlinke ich. und ich habe den GTMA, also German Thai Media Association, Okay. die sozusagen den Kopf für die Produktion immer in Thailand bildet. Und es ist auch du hast den Artikel von Merkur, OVW, Ja, da genau. steht auch am Ende Okay. meine E-Mail Okay. und also wer mich finden will, findet mich. Ja, Und denke sei ich es in auch. Chiang Also ich blende euch auf jeden Fall eine Kontaktmöglichkeit ein. Mai. Ups, auch so. Du hast aber eben, du machst eben nicht nur Filmprojekte, du hast auch Bücher geschrieben. Magst du da noch was zu sagen? Ja, ein ganz wichtiges Buch. Ja, jedes Buch ist wichtig. Und jeder, der ein Buch schreibt, ist auch wichtig. Ich habe ein Buch über den Isan gemacht, Isan My Love, mit Geschichten aus dem Isan von mehreren Autoren, mit Gedichten von mir unter dem Pseudonym. Sehr, sehr schönes Buch, sehr Reiseführer. Was es auch noch gibt bei Amazon, ich Das habe gibt mal es geguckt. noch, ja. Naja. Ist wirklich ein schönes, kann man auch heute noch, ein paar Jahre nachdem es aktualisiert wurde, immer noch gut mit den Geschichten. Man lernt die Isana kennen. Das Buch, was sehr viel Erfolg auch bei jungen Leuten hat, das ist Interview mit Jesus, Neues vom Auferstandenen.
Das ist so ein Buch, was Fragen, die man an lieben Gott, an Jesus stellt, einfach thematisiert und sie, sagen wir mal, auch logisch richtig einordnet. Und die einzige Bedingung, die ich hatte an Jesus, war, ich darf alle Fragen stellen. Wenn du sagst, eine Frage ist nicht erlaubt, machen wir das nicht. Natürlich machen wir das. Ja. Und es ist ein sehr schönes, auch witzig gewordenes Buch, und aber auch mit voller Erkenntnis. Und mich hat wirklich gefreut, dass das auch in der Presse so bei jungen Leuten großes Niveau hat. Das hatte ich gesehen. Dann haben wir, vielleicht hätte ich in der Einleitung noch dazu sagen müssen, du hast jetzt eben nicht nur Filme, Projekte related, wie sagt man das auf Deutsch? Mein Deutsch wird immer schlechter. Sprich auf Thai. Verbunden mit Thailand, sondern du hast ja eben auch viele Jahre hier gelebt. Hm. Also deine Galerie war hier in Chiang Mai und Bangkok. Deswegen hast du auch Freunde hier, weil du eben sehr, sehr lange hier gelebt hast. Deswegen sind die Themen, die du aufgreifst hier, natürlich dann auch, ich sag mal, authentisch, weil du so lange hier warst und weil du die Menschen mit ihren Geschichten hier einfach seit Jahren kennst und begleitest. Ja, also das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung, wenn man eine ordentliche Arbeit machen will, dass man nicht mit Huppi Hupp und mal kurz rein und mal kurz, ach, wo ist der Sex hier? Und mal kurz immer ein paar Frauen hintern, ein paar Thaya oder sonst irgendwas, ein paar Bilder, die so abgeleckt sind. Ja, das ist ja jeder Idiot. Aber ich meine, Geschichten erzählen ist eine andere Nummer. Das ist, und das ist ja auch eine andere Sache als die Oberfläche von TikTok oder von Twitter zu bedienen. Ja. Und das macht's ja auch so munter auf der einen Seite, so schwierig auf der anderen. Und wenn das Ergebnis dann stimmt, ist es so wie ein kleines Erfolgserlebnis, was du natürlich deinem ganzen Team verdankst. Du verdankst es der ganzen Umgebung. Und wenn man in Thailand sozusagen seine Seele findet. Und ich habe es gefunden, als ich zum ersten Mal nach Asien kam, bin ich in Bangkok reingeflogen und mir ging das Herz auf. Das hat in der ganzen Welt rumgekommen. Das hatte ich nirgendwo. Ich war mal 6 Monate in Lamu, in Kenia, auf einer Insel. Wäre auch fast nicht mehr weggekommen. Das Gefühl, erst mal in Bangkok anfliegen, und da habe ich noch gedacht, der Pilot, der möchte direkt am Golfplatz landen, weil damals war Don Mueang, da war er noch Konsul im Anflug. Da ich, geil, was ist denn das für ein geiles Land? Kommst du gleich zum Golfspiel? Und ja, also... Du bist schon sehr lange mit Thailand verbunden. Das war mir einfach nochmal wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, wenn man, klar, man kann natürlich auch, ich will das gar nicht abwerten sagen, einfach so eine Geschichte erzählen. Wenn man aber, ich sag mal, den Stallduft schon ein bisschen an sich hat und ein bisschen geschmeckt hat und gerochen hat und in der Erde gewühlt hat, und dann ist das natürlich nochmal was ganz anderes, weil man eben auch vielleicht die kulturellen Animositäten oder auch die besonders schönen Seiten der Kultur ganz anders zeigen kann, weil man sie eben wirklich kennt. Man kennt die Details, man weiß eben, warum man den Königssohn nicht am Gesicht anfasst. Das weiß vielleicht jetzt noch jeder, der einen Reiseführer gelesen hat, aber du weißt, was ich meine. Ja. Da geht's ja in die Richtung rein, ne? Dass man eben bestimmte Dinge besser sein lässt oder besser anders formuliert, was Kritik angeht oder so. Und ich glaube, das fällt natürlich jemandem leichter, der auch mal hier eine Zeit verbracht hat. Ich habe ja noch einen Film gemacht, das war mit einer der ersten über Muay Thai Boxing. Also mich hat Muay Thai Boxing interessiert, also Boxen selber, aber Muay Thai Boxen fand ich wegen der Kultur, die dahinter steckt, wegen der Moral, die dahinter steckt, unglaublich faszinierend, auch was es bedeutet, durch so einen Sport junge Menschen von der Straße zu holen, gerade in den kleinen Dörfern, wo nichts passiert, die dann ein guter Trainer auch wirklich jahrelang betreut. Der Film heißt Tong kämpft, den Himmel gewinnen. Der Himmel gewinnen ist sein Kampfname. Und ich habe das noch im alten Lumpini-Stadion haben wir noch gedreht. Und das ist auch ein sehr schöner Film geworden, weil er eine Art von Sanftheit hat, die man ja dem Sport gar nicht so ansieht. Aber Samstag, Sonntag ist ja immer Muay Thai im Fernsehen, gucke ich mir sehr gerne an.
und war dieses Mal schon wieder so gerührt. Wir haben so zwei 16-, 17-Jährige, die waren wirklich hart, also wirklich hart. Und der eine hat dann jemanden also richtig getroffen, der schüttelt sich ein bisschen. Und dann ist er, hat er aufgehört weiterzukämpfen und hat nur gefragt, bist du okay? Und das fand ich so rührend. Und am Ende, wenn die dann, der Verlierer geht zum Gewinner, kriegt von dem Trainer ein Glas Wasser, andere Seite genauso, die fallen sich in die Arme, jeder, das ist kein Verlieren. Wenn du dann dieses amerikanische fucking hell K2 Boxen siehst, wo du nur denkst, wann reißt du dem anderen das Herz raus? Also das ist ja Kannibalismus pur. Und du siehst dann diese Zärtlichkeit des Kämpfertums im Muay Thai. Klar, der wird auch betrogen und je älter die sind, desto sagen wir mal ein bisschen würdeloser wird es auch. Aber dass da eine ganze Jugend mit Moral gefüttert wird und das dann auch beweisen kann. Also den Film Tong Kämpft, den Himmelgewinn, empfehle ich auch jedem anzugucken, der was über Thailand lernen möchte. Ich nehme total viel mit heute wieder. Ich habe eine Liste jetzt schon zu Hause, auch im Vorgespräch auf das heutige Treffen mir schon gemacht, was ich alles noch gucken muss. Ich sage vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen, dir fürs mit mir sprechen. Macht's gut, seid nett zueinander und bis zum nächsten Video. Und teilen, liken, abonnieren, aber das wisst ihr selber. Tschüss. Bye.